Wieder zurück in Final Fantasy 4 begrüße ich euch und wir sind auf der Weltkarte hier jetzt, da ist die Weltkarte, so, ganz weit im Osten und zwar bei der Stadt Mithril. Da geht es nämlich weiter, wo wir hinwollen zur Unterwelt. Dort befindet sich der Eingang und wenn man erstmal weiß, was man dort findet, dann ist es eigentlich ganz logisch. Aber ich wäre so jetzt im letzten Part nicht selber drauf gekommen ohne Lösung, deswegen habe ich mal nachgeguckt gehabt. Da ich ein bisschen selber vorgesucht habe, dachte ich, gehe mal zur Burg Eblan, die ja ganz unten links ist. Da, wo, wenn man die Kisten öffnete und was haben wollte, die Gegner so stark waren, dass ich gestorben war. Die habe ich jetzt nochmal besiegt und das waren zwei Kisten oder so, die ich noch geöffnet habe. Mehr konnte man da auch gar nicht mehr machen, aber die habe ich mir auch nochmal geschnappt. So, dass wir das erledigt haben. Das seht ihr dann im weiteren Verlauf, glaube ich, unter den Items. Obwohl, ich könnte es auch jetzt noch mal einmal zeigen, kurz. Zum Beispiel haben wir hier dann, das ist jetzt so ein Grau, weil man das natürlich jetzt nicht benutzen kann. Ich habe Hermesstiefel, glaube ich, auch noch mal gefunden. Ich habe zweimal diesen silbernen Apfel, oder wie das Dings heißt, das habe ich Rosa gegeben. Damit hat sich ihre LP auch erhöht. Und dann haben wir, na, ist das hier überhaupt unter diesen Sachen? Muss mal eben schauen. Genau, wir haben nämlich so Sachen, die man während des Kampfes noch benutzen kann. Wo ist es, wo ist es? Silberne Sanduhr haben wir nämlich auch noch. Dann haben wir den Bakkuswand. Also, man muss immer so ein bisschen genau hingucken, was wir überhaupt können. Wir haben auch einen Köder, der bewirkt Blink. Ich bin mir nicht sicher, was Blink genau ist und ob das sowas ist wie Shell in Final Fantasy 8. So, also ein Gegenzauber gegen Zauber. Also halt ein Schutz vor Zaubern. Ich glaube, es ist aber was anderes. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es einmal benutzt, diesen Blinkzauber. Den können die auch ohne diesen Köder natürlich mittlerweile. Muss ich nochmal nachgucken. Verstehe ich nicht ganz, weil es wird hier auch null erklärt, was die Zauber können. Also würde ich jetzt nicht die ganzen anderen Final Fantasy Teile überhaupt gespielt haben, würde es mir ziemlich schwer fallen, glaube ich, überhaupt zu verstehen, was welche Sachen hier eigentlich können. Aber okay, also es steht halt hier sowas wie es bewirkt hast. Und der Köder bewirkt Blink. Okay, aber was ist Blink, fragt man sich. Naja, egal. Wir haben auch noch eine Regenbogencreme, eine exklusive Delikatesse. Ich weiß nicht, ob es vielleicht für Chocobos auch ist oder so. Und was besonders ist hier halt dieser Lichtschleier, der bewirkt nämlich Refleck. Refleck kennt man auch noch. Der reflektiert halt die Zauber, die auf uns angewandt werden. Während Shell uns dafür nur schützt sozusagen und das so ein bisschen abschwächt, ist Refleck halt, macht dasselbe zurück. Wenn man das benutzt, muss man auch immer so ein bisschen aufpassen, wenn man Reflekt zum Beispiel auf den Gegner macht oder auf sich selber, ob man dann heilt das vielleicht nämlich den Gegner auch. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Aber er kann auch sehr, sehr nützlich sein. Wenn man einen Reflekt benutzt und der greift einen an, dann kriegt er den selber ab. So, jetzt gehen wir mal nach Mithril. Erinnert mich immer so ein bisschen an Herr der Ringe. Ne? Wie Mithril. Der Frodo hatte doch sein Mithril-Hemd an. Und jetzt ist es eigentlich ganz logisch. Wenn man sich erinnert, ich bin hier einfach ja nur mal so abgeschweift. Ich mache mal hier die Karte an, sonst komme ich gar nicht klar. Das war doch hier, oder wie? Es ist nicht hier in Mithril. Und da habe ich mich total vertan. Ich meine, es war Mithril. Es kann aber auch... Also es war irgendeine dieser kleinen Inseln. Ich dachte, das wäre hier gewesen. Hätte ich es mal vorher überprüft. Da ist doch dieser Brunnen gewesen. Erinnert ihr euch? Da hat einer gesagt, das ist voll weit, hallo? Das waren aber auch nicht, da waren aber auch, hallo? Kannst du mal aus der Ecke rausgehen? Gott. Ich hätte jetzt gedacht, dass es hier wäre. Da war doch dieser eine Junge, der dann meinte, der Brunnen ist so tief, man weiß gar nicht, was da noch ist. Und das wird der Weg nach unten sein, aber es war nicht Mithril anscheinend. Wenn nicht Mithril, dann aber irgendwas anderes? Wo dann? Wo ist dieser olle Brunnen? War der hier? War der da unten? Ich gehe da mal hin. Ja, das war irgendeine dieser kleinen Städte. Hier war das auch nicht. Das ist ja eine Burg. Das war so ein süßes Dörfchen. Vielleicht ja hier. Hm? Oh? Hier vielleicht? Hier kann man sehr günstig schlafen gehen. Agard. Ich glaube, das war Agard. Ja. Ja, 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 ja. So, hier nämlich. Das Loch scheint sich ewig in die Tiefe zu erstrecken. Und jetzt kommt nämlich auch
dass man hier das benutzen kann. Und wir haben diese Art Schlüssel bekommen, diesen komischen Stein. Was ist denn dieser Stein? Na, dieser Stein, der Magma-Stein, den benutzen wir jetzt. Und tatsächlich. Was? Der Stein leuchtet. Zeigt mal. Seltsam, er wird immer wärmer. Um nicht zu sagen, heiß, aua. Haben die den jetzt runtergeworfen? Was geschieht hier? Können wir da jetzt rein? Das Loch scheint sich eh in die Tiefe zu erstrecken. Willst du dazu was sagen? Nö. Ich soll einfach mal so ein bisschen die Insel explodieren lassen. Okay. Oh, jetzt ist hier voll das schwarze Loch. Geil, jetzt können wir da runter. Wollen wir das vielleicht einmal speichern? Nee, können wir gar nicht. Egal, ich gehe jetzt runter. Ja, ich geh da hin. Oh, oh. In die Unterwelt? Ich weiß nicht. Ist auch ein bisschen gruselig. Jetzt fliegt nicht ich. Es wird gesteuert. Deswegen sollen die mal ruhig einfach den Weg finden. Das sind die... die Rotschwingen. Sie sind uns zuvorgekommen. Aber gegen wen kämpfen sie? Haltet euch gut fest, wir brechen durch. Tut es sehr weh, Enterprise? Halte durch, mein Mädchen. Achso, es war Sid. Tut es sehr weh, Enterprise? Halte durch, mein Mädchen. Oh. Wir stürzen ab. Cecil? Rosa? Sind alle in Ordnung? Ja, bis auf meine Enterprise. Sie wurde schwer beschädigt. In diesem Zustand können wir nirgends mehr mit ihr hinfliegen. Dann haben wir keine Wahl. Wir gehen von hier aus zu Fuß. Oha. Und man kann hier... Oh, man kann hier sogar speichern. Einfach so? Warum denn das? Hm? Ja. Die hier, diese Hitze. Wir müssen irgendwo einen kühlen Unterschlupf finden, sagt er zu sich selbst. Ja, dann wollen wir mal. Gehen wir nach oben. Okay. Man könnte hier so ein bisschen außen rumlatschen. Machen wir einfach. Ja, wir werden hier schön kämpfen dürfen. Yippie-yay. Kann sie vielleicht hier irgendwas machen? Gibt es, was dieses Bling ist? Es macht irgendwas Psyche? Hm. Komm, wir leben einen so ein Vieh. Mir fehlt ein bisschen Teller mit seinen Zaubern, muss ich sagen. Der wäre jetzt sehr wirksam als gegen diese Steinviecher hier. Greifen wir einfach an. Ich meine, klar, Sid kann auch irgendwelche Items benutzen, aber die sind ja im Nu weg. Dann benutzt du doch mal was.
Kannst du nicht irgendwas Cooles mal benutzen? Was ist das Kruzifix? Okay. Tja. Irgendwas mit Kaltem wäre gut. Ne? Eigentlich. So. Na endlich, ist schon wieder einer weg. Wir sind ja zu Stein erstarrt. Ich hab's mal wieder übersehen hier völlig. Dann müssen wir den mal gleich befreien hier. Kann sie ja mal machen. Nein, doch nicht ihn. Das macht ja gar keinen Sinn. Wieso machst du das? Er ist doch gar nicht versteinert, der Young. Wir sind entsteinern, nicht versteinern. Egal, machen wir gleich so. Aber er braucht halt die EP. Wenn er sie nicht auch so kriegt. Ich glaube aber nicht. Goldnadel. So. Hoffentlich sind wir auf dem richtigen Weg. Aber es sieht eigentlich ganz gut hier aus, was ich hier mache. Okay, wenn ich mich gerade irgendwie sonst wo am Rand entlang laufe. Und das ist echt... Ich lasse Kane mal wieder springen. Den coolen Macker hier, der jetzt seit neuestem bei uns ist. Ein bisschen beten schadet auch nicht zwischendurch. Nö. Ach, die steckt ja doch schon. Ach so, gut. Das Springen war gar nicht nötig, Kane. Du bist ganz umsonst in die Lüfte gegangen. Kein Ding. Oh Mann, nur wenn jetzt hier alle 10 Sekunden wieder irgendwas kommt. Ich meine, es ist schön, dass wir so viele Tierchen jetzt kennenlernen, aber irgendwie auch nicht so geil. Okay, die waren schnell besiegt. Finde ich gut. Jetzt wieder dieses komische Vieh hier. Brauchen wir ein bisschen länger. Hätten wir mal einen Eiszauber, dann wird es schnell gehen. Klar, mit Eispfeilen auch. Aber die müsste ich erstmal kaufen. Keine Ahnung. Wo. Dann springen wir. Und studier das hier doch einfach mal. Ne? Ach so, habe ich noch ganz vergessen zu sagen. Der Cecil, der kann jetzt singen. Also der hat die Fähigkeit von Edward bekommen. Und irgendjemand konnte noch irgendwas. Fluch hatte ich, glaube ich, schon mit euch zusammen gemacht. Das kann der Young jetzt. Okay, und Rosa kann jetzt anscheinend auch Tobsucht. Gut zu wissen. Ich mach das hier ganz intuitiv einfach mal. Im Laufen. Klappt super. Wir direkt wieder alle 10 Sekunden schön doof rumkämpfen. Nervig. Lass sie einfach mal alle angreifen. ...162 ist ja nischt. Da bräuchten wir ein bisschen länger. Aber wir leveln so wenigstens ab. Ich glaube nämlich, dass es nicht mehr so lange dauert, dass wir halt echt ein paar stärkere Bosskämpfe vielleicht haben. Und ich glaube, ich rüste Young mal eben mit anderen Krallen aus. Dann macht er noch mehr Schaden. Ne? Die können vergiften. Ich tausche mal die aus mit Darken aus. Bisschen Eis schadet nicht. Ich laufe mal ganz im Norden. Mal gucken, wie weit wir überhaupt hier kommen. Okay, hier ist nichts. Können wir doof drum rumlaufen. Aber die sind wenigstens sehr schwach. Da können wir mit allen schön einfach so angreifen. Verbrauchen nichts. Ich glaube, diese Fläche dient bestimmt auch nur so zum Leveln. Also das
kann ich mir nicht vorstellen. Warum das sonst so in die Länge gezogen wird. Ja, schön, dass du nicht einfach mal eine Runde da wenigstens drehen kannst. So unnötig. Könnte man doch da unten einmal im Kreis wenigstens laufen lassen. Das ist doch echt bescheuert. Schön, dass sie vergiftet wurde. Dann geht's wenigstens schneller. Ja, wunderbar. Die war auch nicht gerade stark. Immer her mit den Erfahrungspunkten. Immer her mit den Level-Ups. Ich bin da oben jetzt auch nicht lang. Wir werden es nie erfahren, ey. Trete doch mal alle. Dann geht's noch schneller. So, noch ein Gürteltier ist da. Hier geht's auch wieder gut. So, machen wir fertig jetzt. Cecil. Genau. Gürteltier weg. Mithril-Schild. Hätte ich mir gar nicht kaufen müssen. Hab ich ja getan. Ey! Man kommt aus dem Kampf und direkt. Ey, das ist ein bisschen übertrieben. Das hasse ich hier. Geht doch. Wenigstens gehen manche Gegner schneller, als wo wir damals auf diesem Schiff waren. Vitgra. Oha, jetzt kann die aber ordentlich jetzt zulegen. Ja, ich meine, man geht 2 Schritte. Das ist, glaube ich, in keinem Spiel je so übertrieben gewesen wie hier. Dankeschön. Ich mache das jetzt mal so, dass ich einen kleinen Cut mache und dann sehen wir uns gleich wieder. Mal gucken, ob ich dann irgendwas schon entdeckt habe, weil hier alle 10 Sekunden Kampf kommt. Bis gleich. Es ist so schön, wenn man was gefunden hat, was einfach nur unter einem war. Ein Stückchen weiter unten, unterm Schiff. Guckt mal. Ah, das ist so schön, wenn man dann weiß, dass man hier hin sollte. Ach ja. Entweder war ich einfach nur blind oder blöd. Auf jeden Fall können wir nochmal jetzt gegen die kurz kämpfen und dann gehen wir in diese Burg, was auch immer, mal rein und gucken mal. Die sind sehr einfach hier, das ist nicht so schwer. Ich habe auch gerade noch ein Zelt benutzt. Alles kein Problem. Der Sid haut jetzt auch ganz schön rein hier mit seinem Hammer. Kanes Stufe und alle Stufen sind eingestiegen, wunderschön. So, Zwergenburg. Mal gucken. Shirio! Dies ist die Zwergenburg und König Giot herrscht hier. Mhm. Diese Burgen immer. Drehen wir noch durch mit diesen Burgen. Ich bin Luca. Ich habe meine Puppen verloren. Habt ihr sie vielleicht gesehen? Vielleicht finden wir die ja noch. Shirio, schön euch am Leben zu sehen. Was ist mit den Leuten hier los? Herberge. Zwergische Gegenstände sind sehr spezifisch. Ob Menschen wohl damit umzugehen wissen? Der Bereich hinter mir ist sehr wichtig. Daher kann ich euch nicht durchlassen. Okay, was geben die? Ah, hier kann man alles Mögliche kaufen. Noch haben wir eigentlich relativ viel von allem. Naja, gut, wir haben 5 Hünden, aber das reicht. Ne? Wenn man bedenkt, dass wir jetzt nicht ständig eine benutzen. Allheilmittel. Könnte man nochmal kaufen. Aber nö. Könnte mir vorstellen, dass auch so Sachen wie Fluch oder so jetzt vielleicht öfters auftaucht. Da muss ich vielleicht doch nochmal ein paar Gegendinger holen. Kiesakraut, Bomberfragment. Da hole ich nochmal, ich nehme mal nochmal einen mehr. Blitz auch. Wir haben halt, eigentlich könnten wir uns richtig viel jetzt damit eindecken, wenn ich es mir so richtig überlege. Gerade so Antarktiswind. Ja, doch. Weil wir haben jetzt niemanden mehr, der zaubert. Könnte nützlich sein.
Mache ich einfach mal. Gib mal ein bisschen hier aus. Ich glaube, Feuer brauchen wir nicht so viel wie Antarktiswind. Werde ich mal einfach mehr benutzen. So, Notausgang haben wir noch viel. Das ist schön. Was wollte ich jetzt noch ein bisschen für Fluch gucken, ne? Genau. Hebflug auf 100. Dann nehmen wir nochmal 6 Stück mit. Kann ja nicht schaden. So. Wenn das nochmal brauchen, hole ich nochmal welche. 600 Gil pro Nacht. Ist ja Wucher. Da kann ich doch draußen jederzeit ein Zelt benutzen. Ist doch genauso gut in eine Hütte. Also das hat mal 50 Gil gekostet, ne? Mal gesagt haben. 50 Gil da hinten auf der einen Insel. So, da dürfen wir nicht durch. Das ist schade. Aber hier ist der Innenladen. Der Store. Gehen wir nochmal nach rechts. Ich könnte mir vorstellen, dass hier Waffen und so sind, oder? Nö, dürfen wir auch nicht durch. Okay, dann nicht. Gehen wir hier lang. Vielleicht sagt uns ja mal jemand Hallo. Oho, ihr habt also den Sturz überlebt. Verzeiht, aber dürfte ich euren Namen erfahren? Mein Name ist Giot und ich bin der König der Unterwelt. Und die Dunkelkristalle, eure Majestät, sind sie hier unten? Das ist also der Grund für euer Kommen. Aber ihr scheint nicht zu den anderen zu gehören, so wie sie euch begrüßt haben. Ich muss mich bei euch entschuldigen, auch wir hätten euch beinahe abgeschossen. Sind eure Kristalle in Sicherheit? Ich wünschte, das könnte ich bejahen, doch 2 der 4 Kristalle sind dem Feind in die Hände gefallen. Wir kommen also zu spät. Unser Kristall hier in der Zwergenburg ist allerdings noch unangetastet. Unsere Panzereinheit konnte den Feind vertreiben. Dann waren das eure Panzer, die wir vorhin gegen die Luftschiffe kämpfen sahen. Luftschiffe nennt man sie? Die Oberwelt muss die Heimat vieler Wunder sein. Unsere Panzer wurden auf dem Boden noch nie besiegt, doch der Angriff aus der Luft hat sie in Verlegenheit gebracht. Ihr würdet uns nicht vielleicht mit eurem Luftschiff im nächsten Kampf beistehen? Leider wurde unser Schiff bei der Notlandung von schwer beschädigt. Ohne Reparaturen fliegt es nicht mehr. Ich kann euch gerne alles zur Verfügung stellen, was ihr benötigt. Damit könnte ich es sicherlich wieder flott machen. Allerdings ist der Rumpf nicht dafür ausgelegt. Was ist immer Sid? Ich denke immer Cecil. Ist so doof. Vor allem, weil sich Cecil so umgedreht hat. Egal. Naja, dreht sich um, weil halt Sid redet. Egal. Damit könnte ich es sicherlich wieder flott machen. Allerdings ist der Rumpf nicht dafür ausgelegt, der Hitze des Magmas zu widerstehen. Ich muss mit der Enterprise an die Oberfläche zurückkehren und ihre Panzerung mit Mithril verstärken. Am besten mache ich mich sogleich daran. Sid. Keine tränenreichen Abschiede. Ich werde nicht lange brauchen. Wartet hier einfach auf mich. Sobald ich die Enterprise aufgerüstet habe, komme ich wieder. Pass auf dich auf, Sid. Haha, verlieb dich jetzt nicht in mich, Rosa. Nee, ich glaube, sie hat sich schon für jemand anderen entschieden. Sid hat die Gruppe verlassen. König Giot, König... Mit diesen Stimmen, die ich nachmachen muss. König Giot, wo verwahrt ihr euren Kristall? Dort, wo er am sichersten ist. In der geheimen Kammer hinter meinem Thron. Solange ich lebe, ist der Kristall sicher. Was hast du, Young? Irgendjemand belauscht uns. Oh, und wer uns belauscht, erfahren wir im nächsten Part von Final Fantasy 4. Mal gucken und hoffentlich lebt der König noch lange, weil er hat ja gerade gesagt, wenn er so lange lebt, ist er in Sicherheit nicht, dass er jetzt angegriffen wird. Und nicht mehr lebt, dann sterben alle und alle sterben hier in Final Fantasy 4 und ich hoffe, es stirbt keiner im nächsten Part. Wir sehen uns, bis dann.